Und einer Toilette würde ich erstmal sagen, das reicht, oder? Würde ich so behaupten, dass das mal reicht. So, haben wir hier denn so ein... Was ist das hier denn? Drachenritt. Oh, der ist ein bisschen groß. Dafür, dass ich den hier reinstellen wollte, ne? Ja, wenn wir später hier noch hin wollen, wäre das auch Quatsch. Vielleicht setzen wir den einfach hier vor. Moment. Ich muss da eben einmal das wegmachen. Vor dem Brunnen. So, hier hin. Aber ich hätte den schon gerne hier drin gehabt. Vielleicht die Straße nochmal abschneiden da. Ja, hilft nix. Ich will das da drin haben. Weg, weg. Weg, weg. Wir machen erst die Attraktion. Weil ich will dann gleich noch Bäume drumherum machen, damit das nicht so zu sehen ist. Jetzt müssen wir erstmal hinkriegen, dass das so halbwegs gerade zur Straße ist. So. Ist das hier alles dieselbe Höhe? Nee, der macht Stützen, ne? Oder? Ich sehe das nicht. Ja, hier geht das. Ja, okay. Vielleicht drehen wir den doch mal so rum. Ich weiß nicht, ob das so geht. Eigentlich ja nicht, weil da verschwindet schon ein bisschen Deko, ne? Ich will dieses Rote da eigentlich nicht mit drin haben, aber wenn da schon Deko verschwindet, ist das nicht so in Ordnung. So, ein bisschen zu nah dran. Ich könnte natürlich auch ein bisschen weiter dahin gehen, aber ist das jetzt Höhe 0? Ja, Höhe 0. Hier wird es perfekt reinpassen. Ist mir aber zu weit weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir denn neutrale Fahrgeschäfte? Fertigbauten gibt es gar nicht. Haben wir denn irgendwas Neutrales? Das ist doch neutral, oder? Das andere ist ja alles immer so themenbezogen, wie man sieht. Aber ich will hier am Anfang einen Steinschleuder. Was ist das denn? Das werden wir noch rausfinden. Takata. Hier gibt es auch wieder. Was ist das denn? Gibt es auch wieder ein Zeug, ne? Da würde ich nie reingehen. Da würde ich nie reingehen. Gefürchtetes Klassenzimmer. Was zum Teufel? Ja, okay, das ist aber alles so dingsbezogen, ne? Themenbezogen. Das heißt, wir müssen da auch so bleiben. So themenbezogen. Das heißt, ich werde den Colorado fahren. Okay. Aber sind hier noch andere drin? Nee. Also ich finde den eigentlich ziemlich neutral, muss ich sagen. Der passt natürlich auch eher in so ein Zukunfts mäßiges Thema als jetzt hier. Und dieser Drachenritt oder wie das hieß, das passt hier schon ganz gut rein eigentlich, wenn ich den wiederfinde. Wir können auch einfach hier wieder drauf gehen und dann auf. Hier müssen wir hin. Fantasy. Da machen wir den einfach doch hier vor. Ich habe mich gesträubt, aber ich muss es doch tun. Hier passt er halt besser hin, als hier ebener ist. So. Und dann machen wir den Ausgang.
ganz einfach dahin. Und den Ausgang. Rostige Werkstatt, Metallplatten, Spielplatzboden, bemaltes Holz, Skateboards, Labyrinth, Regenbogen, Welle, Streifen. Mehr gibt's nicht, oder was? Steinziegelmauer als Ding. Aber die Frage ist, wie sieht das aus? Das sieht ja auf dem Bildschirm kacke aus, da will ich das nicht nehmen. Was ist das denn? Rostige Werkstatt passt auch nicht so, ne? Hier passt irgendwie, finde ich, passt irgendwie gar nichts so. Meiner Meinung nach fehlt da auch irgendwas. Ich glaube, wir nehmen einfach Holz, oder? Metallplatten, das sieht aber auch. Obwohl, eigentlich gefällt mir das bisher am besten. Aber das hat dann so ein. Das hat immer so einen Eingang, Ausgang. Ah, so. Dann kann ich den auch nehmen. Wir wollen ja, dass die ein bisschen laufen können hier, ne? Vielleicht erstmal in die Richtung. Dass man da so ein. Das war zu weit. Dass man da so ein bisschen. So ein bisschen so läuft, dass da ein bisschen mehr reinpassen. So, da waren jetzt aber nicht. Das sind jetzt nicht die Burgmauern gewesen, ne? Was soll das? Dann muss ich das wieder wegmachen oder was? Oh, Leute. Ich wollte die Burgmauern. Hier. So. Jetzt können wir das nochmal ordentlich machen. Weil ich da gerade zu nah dran war. Können nämlich tatsächlich nochmal so gehen. Und dann erst so. Naja, der Boden ist jetzt nicht so passend, aber den gibt es ja leider nicht hier. Kann man den Eingang auch nicht ändern vom Aussehen, wa? Ach, jetzt kann ich das ändern. Aha. Ist ja eine Frechheit. Aber das ist ja hier Quatsch. Wieso ist das jetzt davon eingenommen hier? Wieso kann ich das so groß machen? Ich habe Scheiße gebaut. Okay. Ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig kriegen wir hin. So, hier wieder Burgmauern. Und ich würde doch Holz nehmen. Machen wir nochmal weg. Wir haben ja genug Zeit hier. Das ist ja. Habe ich mal den Park geöffnet, aber schon tausendmal alles weggemacht. Gibt es noch irgendwas Eleganteres? Kunstvolles. Traditionelles. Bretterzaun. Kann ja auch so gucken. Und eine schöne Hecke können wir auch mal. So, dann machen wir mal. So ungefähr wieder wie gerade, nur ohne Quatsch. So, warte. Ja. Dann eben da, ist mir auch egal. Hallo Jan. So, guck mal. Da ist geöffnet. Ticketpreis kostet 5 Euro.
Achso, wir haben ja auch noch keinen Eintritt, ne? Ne, wir haben keinen Eintritt. Alles klar. Was ich jetzt noch eben schnell mache, wie ging das nochmal? Hier, ne? So, zwei Leute eingestellt. Denn ich würde sagen, wir öffnen jetzt schon mal. Damit wir uns das Ganze hier auch währenddessen angucken können. Der hat sogar Musik. Geil. Da fahren wir auch gleich mit. Da fahren wir auch gleich mit. Ich muss hier gleich nur noch ein paar mehr Bäume reinsetzen. Hier sind mir zu wenig Bäume. Und was ich noch gucken wollte, ist, gibt es eigentlich so eine. Das sind vorgefertigte, okay. Fahrgeschäfte. Gibt's nicht, ne? Ah, schade. So eine Bahn, wo man durch den ganzen Park fahren kann, wollte ich eigentlich haben. Quadboliden. Ja, mit dem Quad fahren. Gibt aber auch viel Zeug, ne? Hier, Pinball. Stich, stich, stich. Bing, bing, bing. Ja, würde ich sagen, wir nehmen jetzt im Moment minus 108 ein. Das ist nicht so gut. Habe ich kein Riesenrad oder so? Alle Fahrgeschäfte. Tempel der Medusa. Chickimicki. Spukschloss hätten wir später auch noch. Ein Spukschloss. Da ist das Riesenrad. Was ist denn das für ein Thema? Gar nichts, ne? Kommt das gleich hier so hin? Hier so. Da kommt das hin. So, gehen die jetzt schon rein? Die gehen schon rein. Guckt euch das an. Begeisterung. Kommt alle rein da jetzt. Hier fehlen noch die Bänke, ne? Ja, wir müssen uns beeilen, bis die gleich da alle, ne? Wo gab es die Bänke nochmal? Oh, wir haben noch so Effektsachen, gibt es ja auch noch, ne? Bänke waren wo? Fahrzeuge. Steine. Da waren sie nicht. Bänke. Bänke. Bank. Keine Bank. Shops und Einrichtungen. Waren Bänke logischerweise nicht. Bank? Keine Bank. Was bei Wege? Nee. Bin jetzt doof, wo waren die Bänke denn? Hier. Wir eine neutrale Bank, so hier und neutrale Mülleimer, ganz neutral, so. Das sind die normalen, glaube ich, Gitterbänke, ne? Ja, die Farbe nur im Ändern, glaube ich. Dass man sich hier auch schön hinsetzen kann und den Leuten dazugucken, ne? Wichtig und richtig. So. Parkmülleimer, das ist der stinknormale, da müssen auch unbedingt welche dran. Wie schon gesagt, das sind die alles Schmutzfing-Leute. So, die sitzen da jetzt drin. Ich will da auch rein, ich will da auch rein. Ah, so. Wir setzen uns nach hinten. Und los geht's. Naja. Die Fahrt habe ich mir jetzt spannender vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist spannender, wenn man hier steht, oder? Naja, egal. Gut. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Deko für alles. Und der Vorteil ist auch, dass man immer gucken kann, was die Leute über die Sachen denken. Zumindest war das letzte Mal, wo ich... Ja. Ist ziemlich in Ordnung, der Preis. Das ist ein Schnäppchen. Also sind wir ganz gut dabei. Wir machen ja auch Plus. Das ist die Hauptsache. Hier wird später noch ein Weg wegführen. Die Frage ist nur, wenn diese Fahrgeschäfte immer schon ein Motto haben, ne? Und wir haben ja halt nur das im High-Fantasy-Bereich. Und da müssen wir das nächste hier schon anlegen. Und zwar würde ich sagen, passt Da Vinci eigentlich am besten noch dazu. Und dann machen wir den nächsten Bereich, nämlich hier, als Da Vinci-Bereich, ne? Was auch immer das sein soll. Da Vinci. Machen wir dann so. Ich habe sowieso jetzt vergessen, den Weg hier zu Ende zu führen wieder. Ja, machen wir das. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle, da können wir gleich weitermachen. Das ist der falsche Weg, du Trottel. Welchen habe ich genommen? Den? Nee. Den hier, ne? Auch nicht. Den? Den. So, warte mal, wir müssen eigentlich... Eigentlich hier rum, aber wir... Was hat er denn? Was soll's auf die andere Seite, du? Du Dödel! Machen wir jetzt einfach die gleiche Straße oder ändern wir die? Wir ändern die, ne? Was hat Da Vinci denn für ein... Wir haben die Mosaik, wie sieht das aus? Ne, die haben kein Mosaik. So was hier. Das ist ja eher so... Ich weiß nicht, so... Ein bisschen Cyberpunk-mäßig, ne? Das hatten wir schon, also das haben wir gerade. Hm... Gefällt mir alles nicht, muss ich sagen. Gefällt mir alles nicht. Vielleicht nehmen wir den. Den bemoosten oder wie der hieß. Ich würde auch bei der Wegbreite bleiben, oder? Wie sieht denn das aus, wenn der ein bisschen breiter ist? Fettes Ding, oder? Fettes Ding. So, dann gehen wir einfach mal ganz stumpf hier durch, würde ich sagen. Guck mal, hier so eine kleine... Dings, kriegen wir da nicht auch so ein Geländer hin? Für den Bereich? Kein hölzernes vielleicht? So, mal gucken. Das sieht natürlich nicht. Ja, so ein kunstvolles vielleicht. So ein kunstvolles. Weil wir ja hier irgendwie so, ne? In die Stelzen reingehen, hätte ich fast gesagt. So, jetzt wieder ohne. Finde ich auch gut, dass man das kann. Und dann wieder um den Wald hier rum. Und das kleine Stück Bäumchen. Und dann einfach wieder auf die Straße. So, das wäre dann der nächste Bereich, würde ich sagen. Ja, gut. Dann brauchen wir... Da Vinci-Sachen. Da Vinci, Da Vinci, Leonardo, Da Vinci. Fonds zur Entschädigung bei Bewegungskrankheit. Keine Ahnung, was das heißt, aber wir haben es bekommen. Schön. Der ist ein bisschen breit, ne? Den müssen wir ein bisschen... Den müssen wir ein bisschen kleiner machen. Weil der passt nicht ganz, ne? Von der Dings her hier, ne? Aber das ist kein Problem, wir können ja das hier machen. So, da haben wir wieder so ein
Teil platziert. Aber wir brauchen noch Lampen, habe ich ganz vergessen. Wir haben ja gar keine Lampen. So. Ich brauche Lampen. So, und hier gibt es natürlich auch ganz viel Deko, aber ich würde hier tatsächlich mich erstmal fragen, Blumenkasten, kann ich da nicht was einpflanzen oder nicht so? Kann ich bitte erstmal raus hier? Was für Bäume wachsen denn bei Da Vinci? Man weiß es nicht. Fangen wir diesmal mit den Fahrgeschäften an, würde ich sagen. Wir haben hier zwei Stück, der ist gerade im Angebot. Hier ist Prozentzeichen. Wird der wahrscheinlich billiger sein. Und der passt doch perfekt irgendwo hier hin. Hier so. Ist auch wieder ziemlich im Gras. Da würde ich den sogar eher hier hinsetzen. Ist der auch im Gras. Hier ist auch nichts eben, ne? So gar nichts eben. Hier wäre es eben. Hier auch nicht. Doch hier. Hier so wird es gehen, glaube ich. So. Ja, das sieht gut aus. Ausgang natürlich wieder ganz nah an der Straße. Und ja, normalerweise hätte ich jetzt von hier bis da gemacht, aber weil das ja hier, ne? Da Vinci. Was hat Da Vinci denn für Metallplatten? Der hat bemaltes Holz, oder? Auch nicht. Und wir gucken einfach mal durch, wie das so aussieht. Was soll das überhaupt sein? Soll das Weltraum sein? Sieht scheiße aus. Ich würde tatsächlich sogar das hier nehmen. Aber mit keine Mauer, sondern mit Maschendrahtzaun in the morning. Hecke, Raumstation, Steinziegel. Sowas, oder? Da Vinci ist doch so ein Erfinder und so, das sieht doch so erfinderisch aus. So, gucken, ob wir hier nicht irgendwie um so ein paar Ecken uns ein bisschen mehr Platz verschaffen können. So, das kostet nicht 3,50, sondern 3,20. Das reicht nämlich auch. Und witziger Walzer, ja. Auf jeden Fall hat das einen witzigen Walzer. Jetzt haben wir hier ein Karussell erstmal stehen. Das ist ja wunderschön. So, wenn es jetzt schon Abend wird, dann würde ich sagen, Formschnitte. Ein Topfbaum. Aber erstmal wieder 100%, damit die auch richtig groß sind. Was ich jetzt aber eigentlich wollte, ist, haben wir das dann hier auch? Welche Mülleimer? Nee. Wo haben wir Licht? Totholz. Wir sind ja auch bei Holz drin, ne? Ich wollte eigentlich Effektstrahler. Aber das sind die Dinger. Oh. Es gibt eine Heckenkreuzung. Können die dann mit irgendwas anfangen oder ist es nur Deko? Ich glaube, das ist nur Deko. Wir brauchen aber ich guck schon wieder überall rein. Wir brauchen Licht, Freunde. Lampe. Heckman-Wandlampe. Auch nicht. Gibt's hier Lampen? Das sieht auch sehr lampig aus hier. Fabriklampen. Lampe. Aber es gibt doch auch so Kettenlampe. Es gibt doch auch so nicht Wunderlampen. Sind denn die normalen? Wer sind die denn?
Laternen. Heißen die Laternen? Laternen. Laternen. Die habe ich doch gesucht. Ist dann Steinsockel. Ja, ist so Fantasy haben normalerweise nicht so Lampen, ne? Klassischen Laternenpfahl. Für den normalen Eingangsbereich, würde ich sagen, oder? So, hier immer, wo man sitzen kann, da muss auch eine Lampe hin, theoretisch. Ich weiß zwar nicht, was die Leute hier nachts machen. Ist mir aber auch egal, damit habe ich nichts zu tun. Aber wir müssen hier noch Müller mal aufstellen. Hier natürlich nicht. Hier ist ja nicht der Dingsbereich. Der steht ja nur ausnahmsweise auf der Seite. So, nehmen wir jetzt den auch. Weil das andere passt ja alles nicht so zum Mittelalter, ne? Sagen, das passt noch am ehesten zum Mittelalter. Ja. Wenn das jetzt nicht so fantasymäßig aussieht wie die Bänke, aber wir müssen ja Licht haben, ne? Hilft ja nichts. Tja, das ist ein bescheidener Anfang, aber immerhin. Bla bla bla, lass mich in Ruhe. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir erstmal die Da Vinci-Bänke, damit wir hier auch mal ein paar Bänke aufstellen können. Ich weiß zwar nicht, warum die Bänke hier drin sind, aber das ist ja auch egal. So, welcher könnte das sein? Der hier. Das ist schon mal der Mülleimer. Aber wir wollen ja erstmal die Bänke haben. Was ist denn der hier? Ja. Okay, dann erstmal hier so eine Bank drauf, dass man sich bei den Fahrgeschäft hier hinsetzen kann. Und vielleicht vorher einmal. Und damit auch ganz wichtig, die den Müll wegschmeißen können. Ne? Schnell aber nach hinten. So. Das ist ja auch ganz toll hier mit dem Grün dadurch. Werden die wahrscheinlich trotzdem lang kommen, ne? So, und das Ding wird ja auch schon ganz gut angenommen. Wäre nur schön, wenn wir auch hier ein Licht hätten. Wandlaterne, hängende Kerzen. Ne, was waren denn die Vinci-Dinger? Die hier, ne? Oh, die sehen aber nicht schön aus, aber egal. Zum Thema. Soll immer zum Thema passen und dann ist gut. Ich mach mal hier ein paar rein, damit die nicht im Dunkeln anstehen müssen. Da kriegt man ja auch Angst manchmal. Muss ich bei den anderen Sachen gleich auch machen. Mülleimer ist immer beleuchtet. Und hier fehlt noch eine Lampe. Das sind andere, die ich hier gerade benutze, ne? Ich finde die sogar schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Als die hier. Das heißt, die kommen wieder weg. Weg mit dir. Oh, jetzt habe ich den Weg weggemacht. Dummkopf. Das war auch der falsche. Ein dummer Dummkopf. Wieso konnte ich den Weg überhaupt wegmachen? Kann man dann die wieder einsperren oder was? Jo, so, warte, wo habe ich jetzt noch so ein Licht hingestellt? Ja, da hinten stehen schon die richtigen. Okay. War das hier nicht drin? Nee, das war hier drin, ne? So, der hier, der war nämlich schöner, fand ich. So, dann einmal hier pop und pop. Hier zwischen kann man auch nochmal einsetzen. Da ist noch ein falscher. Wird aber auch schon wieder hell. So.
Jetzt mache ich den Weg schon wieder weg. Supi dupi. Jetzt hätten wir noch die Targa da. Was passiert hier gerade? Da das auch nur zwei Geschäfte sind, ne? Oder zwei Fahrgeschäfte. Würde ich jetzt auch diesen Bereich nicht so groß machen und das hier irgendwo reinsetzen. So, dann gucken, dass wir das gerade hinkriegen. Und ich würde den sogar einfach hier reinsetzen. Egal, ob man das Orangene sieht, das kann man ja später dann auch noch ändern. So, da haben wir jetzt wieder den Ausgang. Den würde ich diesmal aber gerne an die Seite setzen. Und auf den richtigen. Dass der dann so ist. Was auch immer das da sein soll. Ist das dieses Drehding eigentlich nicht, ne? Wir gucken gleich, was das ist. Wir gucken gleich. So, jetzt. Jetzt habe ich noch das Richtige ausgewählt. Ja, ne? Ja. So, jetzt ist natürlich der Eingang nicht da. Also hier rein, sondern der geht. So lang. Also ich habe da so viele anstehen später, aber das ist ja eine andere Sache. Wir machen den Ticketpreis erstmal auf 4,50. Dann wird da sich wohl jemand anstellen, glaube ich, oder? Freie Kamera. Ah, okay. Ich verstehe. Oh, da geht sogar schon jemand rein. Aber das hier gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Das ist ja eine Stolperkante. Da kann man sich ja verletzen, ne? Das kann ja ins Auge gehen. Oh. Nee, die stolpern nicht. Kann ich denn hier sagen, dass wir Terraforming machen? Das Gelände schieben? Nee, so einen großen Bereich natürlich nicht. Ich will das ganz klein halten. Kann ich wohl auf dem Weg nicht mehr. Wir machen mal kurz Pause. Der Weg muss mal kurz weg. Denn so gefällt mir das natürlich nicht. Das ist doch kacke, wenn das nicht so funktioniert. Oh, das geht aber ziemlich in die Tiefe auf einmal. Intensität ist wahrscheinlich das Problem. Und Übergang vielleicht 100%. So. Dass wir den Weg quasi da vernünftig drüber führen können. So. Aber hätte immer noch die Lücke, weil wahrscheinlich. Ich mache es aber mal trotzdem. Weil wir wahrscheinlich das hier wegmachen müssen. Und dann nochmal Terraform. So, Gelände schieben. Wir haben ja noch alles so eingestellt, hoffe ich. Warum ist hier ein Weg? Ich weiß es nicht. So, jetzt ist ja nur diese Lücke und die ist voll in Ordnung, also dieser Strich da. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch so. Dis da und dann... Jetzt hat er den Schritt hier gemacht. Okay. Ich bleibe verflucht. Mach das alles mal weg. So, dann nochmal Terraform und... Kostet ja kein Geld, ne? Das ist mal angenehm, dass Terraform kein Geld kostet. Weil sonst kostet es immer so viel Geld, dass man immer pleite, nur weil man da ein bisschen was anpassen möchte. So, jetzt muss ich genau hier durch. Aber der Ivy geht da jetzt auch richtig schlecht, oder? Ja, jetzt hat er hier das Ding gemacht. Dann muss ich da halt auch noch ein bisschen Terraform. Ich hoffe, das reicht. So. Den macht er ja wieder weg, aber den macht er hier irgendwie. Hier lässt er den irgendwie. Ich verstehe nicht, warum. Muss ich den Weg auch noch. Hier ist es ja auch.
Muss ich jetzt so viel Arbeit denn hier für so ein Tierland? Muss wir den leider im Weg machen. Dass wir da hochkommen vernünftig. Hallo? Was macht er denn? So. So. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Scheiße gebaut. So, warte, das muss noch alles hier daneben. Damit das auch noch. Ja, jetzt ist die Lücke hier drin. Die wollen mich doch verarschen. Was soll diese Lücke da immer? Das ist doch hässlich, Leute. So ist sie weg. Ich hier noch irgendwas reinmache. Da halt noch so einen kurzen Kackweg hin, dann ist hier halt eine Stufe drin. Mocht nichts. So, ist jetzt wieder alles miteinander verbunden? Ich glaube ja. Obwohl das hier natürlich ein bisschen steil ist, ne? Aber da haben die halt schlecht gepflastert, da kann ich ja nichts für. So. Soll ich immer gern wissen, wie der funktioniert. Aber der läuft ja gerade nicht.